Servus Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Und ja, hier Feld 19 braucht leider immer noch ein bisschen, bis das Erntereife 3 erreicht hat. Deshalb werde ich das auch noch nicht abernten. Feld 9 braucht noch eine Weile, bis es gestriegelt werden kann. Und hier haben wir noch eine Sache stehen, die Krone Ultima. Die wird heute zum Einsatz kommen, denke ich. Ne, die Krone kommt nicht zum Einsatz. Das war eine Fehlinformation. Ich glaube, ich nehme den hier. Moment. Ne, den Anhänger muss ich natürlich wegkarren hier. Der steht uns sonst etwas im Wege. Wir werden uns... Oh, hä? Da muss ich doch gleich mal auf die Suche machen, wo unser Anhänger ist, den wir brauchen. So, Licht könnten wir vielleicht auch ein bisschen anmachen. Ist ja schon dunkel hier. So, jetzt bin ich gespannt, wo der Anhänger steht. Nämlich unser Ladewagen. Hier. Der Bergmann, der steht bei den Schafen. Ist da was drin? Hat er noch Ladung drauf? Wobei, wir könnten uns auch noch einen neuen holen. Ich glaube, wir machen das so. Aber zuerst wollte ich euch noch hier beim Kompostmaster was zeigen, weil ich dachte mir, wir düngen unsere Felder immer so schön und geben immer schön viel Geld aus. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Daher werden wir heute mal die Saatgut- und Düngeproduktion starten. Zu Beginn jetzt erstmal natürlich den Dünger. Dazu hauen wir hier ein bisschen Kompost rein. Und da drüben steht schon unser John Deere. Mit dem Flüssigsubstrat. Das werden wir gleich auch reinballern. Und dann werden wir hoffentlich bald nicht mehr abhängig sein vom Düngemittel kaufen. Was ich leider auf der Map noch nicht gefunden habe, ist die Flüssigdüngerproduktion. So, ich hau glaube ich noch eine Schaufel rein. Oder lassen wir es so? Ich glaube, wir lassen es mal so. Also den Flüssigdünger habe ich noch nicht gefunden. Wenn ihr wisst, wo der ist, dann gib mir doch einfach mal die Info. So. Dass wir den nämlich dann auch befeuern können. Hier haben wir Gülle geladen. Knapp 20.000 Liter. Die kippen wir jetzt mal hier rein. Ich finde das Pack cool. Vor allem, wie der auch den Flüssigtank ablädt. Ist schon recht interessant. Und dann sollte eigentlich hier schon die Produktion laufen. So, wir haben nur 1% Festsubstrat und 0% Flüssigsubstrat. Aber die Maschinerie müsste gehen. Haben wir da eigentlich auch schon Saatgut drin? Nee. Hier brauchen wir nämlich Saatgut und Dünger. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So. Dann fahren wir jetzt mal mit diesem Kollegen Richtung Shop, würde ich sagen. Achso, da fahren wir eigentlich in die falsche Richtung, aber ist es nicht so wild. Also jetzt? Achso. Wir fahren vom... Wir haben so viele Kurse drin. Sulzfeld Nord zum Hof. Und vom Hof zum Shop können wir gar nicht. Naja, wir machen das mal so. Und derweil kaufen wir uns noch ein neues Mähwerk. Und zwar
Den Big M Krone. Den wollte ich schon lange haben. Schwarze Felgen. Kostet uns 290.000 knapp. Ist in Ordnung. Und dazu einen Ladewagen noch. Da gucken wir doch mal rein. 130 haben wir noch. Da können wir uns den größten holen, den es gibt. Den Krone ZX550 GDA Landei. Ist ein gemoddeter. Mit 71.500. Oh. Oh. Reicht gerade so. 70.500 Ladevolumen. Kaufen wir uns. Und ich glaube, jetzt sind wir so richtig pleite. Ne, wir könnten uns sogar noch einen Kredit leihen. Ist ja interessant. Ich dachte, wir hätten den schon aufgebraucht, den Kreditrahmen. So. Wir werden jetzt mal den Krone uns an den Hof liefern lassen. So. Und mit dem Big M werden wir fahren. Cooles Teil. Oh, die schwarzen Felgen machen ihn ein bisschen aggressiv. So, ich guck mal. Ich müsste hier eigentlich den Kurs haben. Industriepark. Kompost. Dann stellen wir den mal ein. Ich hoffe, der passt hier durch die Straße. Funktioniert. Dann können wir in den Johnny hier einsteigen. Das Fass brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Stelle ich auch mal schön auf die Seite. Und dann werden wir heute mal ein bisschen Silage produzieren. Nur Grassilage leider. Aber das muss für den Anfang reichen. Ich würde aber gerne da schon gerade einparken. Schon dir machen wir gerade noch ein bisschen sauber. Ist ja nicht feierlich, wie der aussieht. Die Lichter vom John Deere sehen immer noch gigantisch aus. Die gefallen mir mit am besten. Vom Deutz waren auch nicht schlecht. Den Deutz hatten wir uns wahrscheinlich auch irgendwann nochmal holen. So. Gut. Dann können wir hier den Krone Ladewagen anhängen. Und dann mal gucken, ob wir hier einen Kurs... Ah ja, wir haben einen Kurs. Fällt mir gerade ein. Der heißt Hof Sülzfeld Nord. So. Dann, ups, bin beendet. Ah ja, okay. Dann holen wir uns noch den Bergmann an den Hof. Es geht halt ein bisschen schneller, ja. Auf diese Art und Weise. Ups. So rum. Da machen wir den Masai davor. Und den schicken wir auch gleich hinterher.
Und dann gucken wir mal, ob wir heute ein bisschen Silage hinkriegen. So, fährst du richtig? Jawohl. So, wo ist unser Big M? Der ist da. So, dieser Kurs führt jetzt hier noch durch, so, wo haben wir denn die nächste Wiese? Der Kurs hier hat noch durch die Silage geführt. Das müssen wir in der nächsten Zeit dann mal ändern. Jetzt gucken wir mal gerade, wo das nächste Grasfeld ist. Müsste eigentlich hier schon irgendwo sein. Oder ich habe mich verirrt. Ich dachte, auf der linken Seite wäre ein Grasfeld. Ja, da hinten ist Wiese 15. Ist das Wiese 15? Haben wir hier. Und die ist sogar recht groß. Also da werden wir einiges zusammenbekommen. Der Vorteil von dem Krone Big M ist einfach, er hat eine mega große Arbeitsbreite und er legt das Gras gleich in Bahnen, sodass wir hier gar nicht so viel schwaden oder sonst irgendwas müssen. Und der macht das alles vollautomatisch. So, hier. Oh Gott, ist die groß. Hier haben wir sie. Feld, Wiese 16. Dann machen wir hier mal Arbeitsbreite. Aktueller Feldrandkurs. So. Wir gehen hier auf Feld sozusagen 116 zur Liste hinzufügen. Dann können wir hier die 116 auswählen. Eine Arbeitsbreite von 14 Meter passt, glaube ich. Und dann machen wir zwei Vorgewände. Einmal berechnen bitte. Alles anzeigen. Uns das hier auch anzeigen lassen. Oh yeah, die ist groß. Und dann ich gib ihm. Ich stelle den mal gerade noch mal richtig hin. So. Und dann legt er hier schon los. Und dieser Kurs ist wichtig, den müssen wir uns unbedingt speichern. W16 Mähen. Weil auf dem gleichen Kurs werden auch der John Deere. Achso, der ist aus. Werden die Ladewagen auch fahren. So, ich fahre hier jetzt einfach mal gerade vor. Und dann starten wir hier den neuen Kurs. Zu Wiese 16. Dann können wir nämlich vom Hof über Sulzfeld Nord zur Wiese 16 fahren. Der John Deere zieht halt einfach. Ups, da haben wir aber einen kleinen Tempomatenwert eingestellt. So, das wird unsere erste große Silage. Bisher hatten wir, glaube ich, nur mal ein paar Silageballen gemacht oder so, die wir dann gleich wieder verkauft haben. Aber das hier wird jetzt unsere erste wirkliche Silage. Wir werden jetzt heute mal anfangen und mal gucken, wie weit wir kommen.
Gut. Ende. Speichern. Das ist Sylt. Sylt-Feld. W16. Gut. Dann müssen wir jetzt noch einen Kurs zurück einfahren. Dazu nehmen wir den Masai. Den können wir eigentlich, warte mal, den können wir schon hier mit Sylt-Feld. Diese 16. Können wir den schon starten lassen? Der fährt jetzt vor bis zum Trigger und dann gibt er Vollgas. Aber das dauert uns ein bisschen zu lang. So, und Attacke. Das sieht gut aus. Wo ist der Krone? Der ist schon auf dem Rückweg. Der legt ja einen Zahn zu hier. Der hat fast schon das erste Vorgewende fertig. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel Gras wir hier rauskriegen werden. Jetzt habe ich gerade gedacht, wir müssen noch eine Sache kaufen. Die haben wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht. Lass mich gerade mal gucken. Nee. Ist nicht wahr. Das ist doof. Wir haben kein Silageschild. Können wir uns eins mieten? Ich glaube, aber dazu haben wir auch nicht genügend Geld. Schiebeschilder. 500 kostet das. Das kleine. Da müssen wir noch irgendwas verkaufen. Weiß aber gar nicht was. Ich weiß was. Jetzt ist es mir gerade eingefallen. Wir gehen zum Tatra. Dauert immer so lange, ich weiß nicht, woran es liegt. So viel haben wir doch gar nicht am Laden hier. Wir haben doch hier noch so ein klein bisschen Hackschnitzel. Und vor allem sind die Tore im Moment noch geöffnet. Dann nutzen wir das doch. 50.000 Hackschnitzel haben wir. Das sollte unseren kleinen finanziellen Engpass beheben. So, zum Glück haben wir das Heizkraftwerk hier noch. Ups. So. Schön reinzirkeln da hinten. Gut so. Dann können wir uns das Silageschild holen. Er wird sogar wahrscheinlich fürs Große reichen. Ja, auf jeden Fall. Wir werden über 10.000 hier rauskriegen. Oh, sogar 12, ha? Über 12. Ah, fast 13.000. Heidi Witzka. So, großes Silageschild kaufen. Okay.
gut, das lassen wir uns auch mal schnell an den Hof liefern. Dann können wir nämlich mit dem Xerion kommen. Ja, wo ist es denn hier? Xerion, einsteigen. Der hat, denke ich, die richtige Fähigkeit, um die Silage platt zu walzen. Ups. Mal kurz angedockt. Fällt gar nicht auf da hinten dran. Und ab nach Sulzfeld. Sulzfeld. Sehr schön. Und der Big M ist schon im zweiten Vorgewende fertig. Wie der da drüber rast. So. Wir drehen mal kurz. Kursaufzeichnung beginnen und zurück nach Sulzfeld. Sulzfeld kenne ich. Sulzfeld leider nicht. So, auf dem kurzen Stück sollte kein Gegenverkehr entstehen. Deshalb ist es da nicht ganz so wichtig, dass wir rechts oder links fahren. Nur auf der Straße müssen wir drauf achten. Das wird jetzt der Abladekurs. Beziehungsweise werde ich hier wahrscheinlich nur einen Kurs machen in Richtung Silage. Dann auch wieder anhalten und dann noch einen kleinen zusätzlichen Kurs, um wirklich die Silage abzuladen. Dadurch sind wir flexibler, was die Kursführung angeht. Das geht mal gar nicht. Ey, was fahre ich denn für ein Fuckes zusammen? Ich glaube, ich gehe noch einen Punkt zurück. Das war ja gerade merkwürdig. So, jetzt einen noch löschen und weiter. So sieht es besser aus. So, hier lassen wir den Kurs enden. W16 Sülzfeld. Gut. Und dann beginnen wir den Abladekurs. Einmal durchfahren. Wenden. Schon. Sülzfeld. Fahrsilo. So. Gut. Jetzt werden wir hier den Kurs kombinieren. Sülzfeld, Fahrsilo. Dann brauchen wir Sülzfeld.
Wiese 16, dann brauchen wir Wiese 16 Mähen und dann brauchen wir Wiese 16 Sülzfeld. Und dann haben wir einen kompletten Kurs. So, viel Erfolg, junger Mann. Den Johnny stelle ich mal kurz auf die Seite. Dass der hier unseren Masse Ferguson nicht aufhält. Und dann müssen wir den Xerio natürlich noch einfahren. Was aber ganz easy ist. So, ich weiß jetzt nur nicht, von welcher Seite ich schieben sollte. Normal von dieser. So, wir müssen nur lediglich Silagearbeit anstellen. Verteilen und verdichten. Laufender Motor 50 Meter. Betriebsart. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zum Problem, weil... 8,8 Meter? Nee. Was haben wir denn hier? 7? Nicht mal. Fünf. Machen wir lieber ein bisschen größer. Automatisch, ja, abkippen. Okay. So, dann beginnen wir den Kurs. Und er geht eigentlich nur hier raus. Pause. Ich habe mir das extra ein paar Mal angeschaut. Und fertig. Das ist schon alles. Sülz, Feld, Ziel, Lage. So, und wenn wir den jetzt starten, fährt er nach vorn. Schiebt die Silage ins Silo. Schildhöhe haben wir gar nicht eingestellt, gell? Aber ich denke, das passt. Schiebt die Silage bis an das Ende. Und dann fährt er vor auf seine Warteposition. So sollte er jetzt zumindest reagieren. Genau. Und er wartet jetzt, bis der erste Helfer kommt mit der Silage. Guck mal gerade mal, oder nicht? Hier ist er. Alter, der Big M, der geht sowas von ab. Der Massa hat hier natürlich ein bisschen Nachteil, weil er einfach die falschen Räder drauf hat. Dem hätten wir Breitreifen verpassen sollen. So. Da ich jetzt nur sehen möchte, ob er es macht, was er soll, werden wir ihn jetzt mal zurückschicken. Und wie viel Wiese hier halt noch ist.
Sorry für die kurze Unterbrechung. So, der fährt zurück zum Fahrsilo und dann sehen wir gleich mal, ob das funktioniert. Ihr könnt mir gerade mal gucken, wie lang der Big M eigentlich noch braucht. Noch 12. Oh, aha. Das ist aber doof. Haben die hier eine die haben überall. Wo haben wir denn Fans? Aktivieren. Ja, das hätten wir wahrscheinlich anmachen müssen. Die haben überall. Die Kollision aus, nur hier. Oh nein! Alter, das ist nicht wahr. Unser Abfahrer ist verunglückt. Nein! Wie soll ich denn den jetzt wieder... Okay, ich würde sagen, wir verschieben das mit dem Silagetesten auf nächstes Mal. Ich werde den hier jetzt mal bergen. Ich hoffe mal, dass der andere Masai den wieder hochkriegt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.